Sie sind jedes Jahr etwas wirklich ganz Besonderes. Die internationalen Hahnenkammrennen hier bei uns in Kitzbühel. Sie sind aber nicht nur ein sportliches und gesellschaftliches Ereignis der Sonderklasse, sondern sie sind vor allen Dingen auch eins, ein riesengroßes Medienspektakel. Welche Rolle spielt für euch als Medienvertreter dieses internationale Hahnenkammrennen? Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Rennen. Das ist das größte Sportereignis eigentlich in diesem Winter. Es gibt keine Olympischen Spiele, es gibt keine Weltmeisterschaft. Das 80. Hahnenkammrennen ist nicht zu toppen. Man sieht es am Zuschauerinteresse, das mediale Interesse, auch das Interesse meiner Kollegen ist verständlicherweise riesengroß. Es ist einfach ein beeindruckendes Rennen hier, das jedes Jahr hier durchgeführt wird. Da muss man einfach dabei sein. Das ist eines der größten Sportereignisse, die wir da in Europa haben. Kann man vielleicht vergleichen in Amerika mit dem Super Bowl, der ja in einer Woche stattfindet. Also das ist das Ding schlechthin, Hahnenkamm-Wochenende. Was ist das Besondere an dieser Veranstaltung, an diesem Wochenende? Ja, also ich glaube, in allererster Linie geht es schon einmal darum, dass das eine unfassbare Strecke ist, die Streif. Und dass das einfach unglaublich zu sehen ist, wenn sich die da runterstürzen, was das eigentlich bedeutet. Und dann muss man natürlich auch sagen, es ist halt die Prominenz da hier in Kitzbühel. Das Rennen ist vorbei. Tausende von Menschen stürmen nun in die Kitzbüheler Innenstadt. Und wir werden schauen, dass wir den einen oder anderen Fan befragen können, wie es ihnen denn gefallen hat und wie denn die Stimmung hier in Kitzbühel so ist. Was ist das Besondere am Hahnenkammrennen in Kitzbühel? Du, es ist ein legendärisches Rennen. Olympiagold, cool, aber Hahnenkamm, es ist was wirklich Spezielles. Es ist unglaublich. Hahnenkamm ist immer ein Wahnsinn. Also, wenn du so fährst, wenn du die Pisten anschaust, wie steil das so geht. Es ist einfach wahnsinnig, Kitzbühel herinnen. Unglaublich. Also ich würde mich das niemals trauen, aber was soll ich sagen? Also es sind halt Profisportler, Streif ist Streif und Wahnsinn. Die Stimmung, alle feiern mit und fiebern mit und ja, besser wie im Fernsehen auf alle Fälle. Unglaublich. Doppelsieg, der Mottl, der Winz, unglaublich. Also gefällt mir zum einen Geburtstag. Einfach nur ein österreichischer Sieg, was will man mehr? Für die Stimmung perfekt, für uns Schweizer leider schade, dass wir wieder mal Zweiter geworden sind. Aber nächstes Jahr klappt's, der Fels gewinnt nächstes Jahr. Ich komme aus Südtirol und ich bin eigentlich leider auch wegen Dominik Baris, aber die Stimmung ist super. Wir gehen jetzt in die Stadt feiern und ein bisschen feiern. Und zu den absoluten Highlights zählt auch die Fanzone, die hier hinter mir im Stadtpark bereits beginnt und sich dann mehr oder weniger über die gesamte Kitzbüheler Innenstadt erstreckt. Und genau in diese Fanzone werden wir uns nun hineinstürzen. Sie sind also wirklich mit Sicherheit etwas ganz Besonderes, die Hahnenkammrennen hier in Kitzbühel. Und das nicht nur für die Medienvertreter, sondern vor allen Dingen auch für die Ski- und Sportfans, die hier in der Kitzbüheler Innenstadt noch stundenlang so richtig feiern werden.